Leute, ich bin's wieder, euer verehrter Trommelfell-Exterminator. Und ich weiß, ihr freut euch hierauf und ich meine, wenn ihr glücklich seid, dann bin ich das auf jeden Fall auch. Bevor wir allerdings loslegen, habt ihr mir beim letzten Mal gesagt, ich soll mich hier, wenn ich im Pre-Menü bin, nochmal umschauen, weil ich könnte da so eine kleine Überraschung erleben. Aha! Also ich weiß nicht, von welcher Überraschung ihr hier gerade redet. Ich kann nichts Außergewöhnliches feststellen. Meine Güte, Alter, der sieht aus, als wäre er viel zu lange Single. Und als sehe ich irgendwie besonders zum Anbeißen aus. Das ist auch das Stichwort, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Help Wanted VR. Irgendwer hat nicht nur meine imaginäre Uhr geklaut, sondern auch meine Zeit. Deswegen starten wir jetzt mal ohne das übliche Vorgeplänkel direkt rein ins Game. Ich fahre jetzt nämlich 1-2 Tage weg und muss deswegen das hier ein bisschen vorbereiten, damit ihr auch was zum Schauen habt. Und ich kann euch versprechen, das wird heute mindestens spektakulär, aber auf jeden Fall irgendwie ein Debüt für mich, weil ich hatte es ja beim letzten Mal erwähnt, ich habe noch nie in meinem Leben FNAF 2 gespielt. Ich habe gesagt 2. Danke sehr. Und ich habe noch nie in meinem Leben FNAF 3 gespielt. Jetzt ist dein Stichwort. Dankeschön. Das heißt, mindestens den zweiten Teil können wir uns heute mal anschauen. Gibt es hier irgendwelche Überraschungen wieder? Leute, ihr wisst das alles. Ich weiß hier gar nicht. Der Price Counter. Oder was steht da? Price. Ja, Price. Warte mal, kann man einlaufen? Oh Gott, ich demoliere die Einrichtung. Lieber nicht. vielleicht später. Warte mal, wir können das doch bestimmt hier auch... Ah ja, ich glaube, da können wir dahin traveln, Alter. Scotty, beam mich rüber. Gibt's das doch irgendwo mit einer Biertheke oder... Ja, Leute, wie formuliere ich das jetzt am besten schonend? Ich habe gerade 20 Minuten voller Lust und Leidenschaft aufgenommen. Man munkelt sogar, mir ist das ein oder andere Brusthaar gewachsen. Ich habe euch Gameplay-Extravaganze serviert, garniert mit dem eloquentesten Kommentar, die selbst dem alten Sokrates nochmal ordentlich das Schlüpferchen befeuchtet hätten. Unglücklicherweise habe ich mich auch spontan dafür entschieden, einfach den Spielsound nicht mit aufzunehmen, weil wer braucht den schon, nicht wahr? Nee, war eine schreckliche Idee. Spaß beiseite. Hi. Du siehst so aus, als würdest du mein Möhrchen wollen. Ich hab keins. Ich hab eins. Aber nicht für dich, okay? Ja, irgendetwas ist technisch schiefgelaufen. Das heißt, wir stehen jetzt wieder da, wo ich vor 25 Minuten schon mal war. Ist aber überhaupt nicht das Ding. Wir starten jetzt einfach nochmal rein in FNAF 2 und überspringen das blödsinnige Gelaber der ersten Nacht. Das ist auch vielleicht für euch gar nicht so schlimm, wie sich das jetzt vielleicht im ersten Moment angehört hat, weil ich meine, so wird es ein bisschen spannender. Und ich konnte mir hier schon mal eine kleine Übersicht verschaffen. Ja, es ist die Location. Ja, ich habe furchtbar Angst. Ja, dieser verdammte Flur ist das fürchterlichste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich werde nachts nicht schlafen. Aber für genau diese Momente habt ihr ja eingeschaltet, nicht wahr? Ihr wollt mich leiden sehen. Und ich kann euch versprechen, das ist FNAF 2. Ich habe vorher noch nie FNAF 2 gespielt und ja, ich werde verdammt mal leiden. Was wir tun müssen, ist prinzipiell hier für Zucht und Ordnung zu sorgen, ja? Ich stehe hier wie ein Fels in der Brandung. Zollverein Sef. Die kommen hier nicht vorbei. Nicht einmal die äußerst dicken Luft-Sauerstoff-Schwaden für diese Lüftungsschächte, die wir gebaut haben. Wer auch immer auf diese Idee gekommen ist. Egal. Vielleicht waren Kinder anwesend. So, damit hier Marionette nicht ankommt, müssen wir immer mal mit diesem Knopf die Spieluhr hier aufziehen. Das heißt, ihr seht mich die ganze Zeit diesen Knopf hier versuchen zu fettfingern. Das meint mal ein bisschen... Verdammt, das ist... Ja, es fängt schon an. Das ist eine glitschige Angelegenheit hier. Ich bin leicht verschwitzt. Ihr werdet doch feststellen, warum. Gleich geht's nämlich los. Kannst du mal dein Maul halten jetzt bitte? Nein, Maul. Okay, gut. Kann ich dir vielleicht irgendwie was da reinstopfen oder so? Okay, tja, klar. Oh. Welt, fall jetzt bitte nicht aus den Angeln. Ich muss noch bis um 6 überleben. Bis Schicht tauschen, okay? Dann mach, was du willst. Ich muss schon wieder. Und wenn die Animatronics kommen, dann fressen sie mich, weil ich ein Mensch bin und sie eine Fehlfunktion haben. Deswegen müssen wir unsere Ästhetik endlich mal etwas verschönern, ja? Wir sind endlich mal hübsch, Leute. Ja, das war ein Fail. Auf jeden Fall müssen die uns für eine von ihnen halten, sonst kriegen wir instant die Schneidezähne in den Nacken gerammt. Und das ist gelegentlich relativ unangenehm, deswegen lassen wir das auf jeden Fall mal bleiben. Der labert hier immer noch die ganze Nacht, das ist erquickend. Ach, danke sehr. Wunderbar, okay, hiermit können wir irgendwie das Licht in den Schächten anmachen. Ich warte... Oh, hi. Der hat da eine Kanone, oder? Nein, hat er nicht. Er hat bloß irgendein Schild, glaube ich. Ich weiß nicht, was man gegen den macht. Spookt der mich nur?
Er macht seinen Job vortrefflich, würde ich sagen. Im Gegensatz zu mir. Aber ich gebe mir Mühe, okay? Hi. Nee, grüß dich. Verschwinde. Na, wie geht's? Beschissen, ja, mir auch. Okay, gut. Das hätten wir erledigt, Leute. Kinder sind einfach ziemlich leicht zu begeistern. Oh, verdammt. Wiff, das ist nicht Marionette, das ist Nightmare. Das ist mir doch vollkommen egal. Die sehen doch alle gleich aus. Nee, das ist Marionette. Der hat einen richtig... Ja, der ist auch männlich und der hat einen richtig dicken Robopimmel unten dran. Ich hab's schon verstanden. Ist in Ordnung. Mir geht's nur darum, nicht gefressen zu werden, okay? Wie das um den Kiefer drumherum aussieht und was da unten anhängt oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich... Ich gleich! Hi! Nein! Ich habe immer noch kein Würstchen. Auch kein kleines. Richtig großes, aber nicht für dich. Hi, grüß dich. Ich weiß, ich bin ein bisschen klein geraten, aber... Ich werde akzeptiert. Ich war zu früh, oh Gott! Ich wollte gerade sagen, sie haben mich in ihren Reihen aufgenommen. Das war ein verdammter Fail. Okay. Das sind diese Momente, für die ihr eingeschaltet habt. Gebt's zu, ich hab euch durchschaut. Bitte nicht. Bitte nicht, nein. Ich möchte dich nicht. Ich möchte dich muten. Nö. Oh, nein, nicht hallo. Ich liebe meinen Job. Ich mach meinen Job gerne. Ich mag schlechte Bezahlung. Bibeli, bibeli, buh. Oh Gott, okay, gut. Hi. Ey, hier hat niemand Spaß, okay? Das ist eine mächtig gruselige Angelegenheit. Ich möchte doch vor sie bitten. Komm, wir reißen uns jetzt an den Riemen. Das ist ja, ihr macht ja die ganze Atmosphäre kaputt. Was fällt euch ein? Sagt mal, Jungs und Mädels, Warte mal, ich nehm das als Bestechung. Oh yes. Da werden auf jeden Fall, da wird's Blut wieder dünn, Freunde. Da wird der Körper mit H2O versorgt. Ich bin hier für die Hydration zuständig. Die können mir eigentlich nichts mehr anhaben. Die müssen mich eigentlich hier richtig gerne leiden können. Oh, ich habe immer was zu essen. Ach verdammt, das ist außerhalb meines Spielbereiches. Ich mache mir lieber nichts kaputt. Ich werde, glaube ich, schon genug kaputt gemacht. Auch ohne was, dass ich was dafür kann. Und das ist relativ selten. Ei. Keiner da? Kommt keiner? Hi, grüß dich. Na? Okay, er wieder. Ich muss warten, bis er hier ist. Dann kann ich die Maske aufsetzen und dann rennt er weg. Das hat beim letzten Mal sehr, sehr gut funktioniert. Okay, ihr habt euch abgesprochen. Erst du und dann alle deine dicken Freunde. Na? oder jetzt schon? Nee, du gehst erstmal da gucken, nicht wahr? Du versteckst dich erstmal gleich da im Schrank. Hi. Okay, bye. Nein, meine Cola. Verdammt, kann ich dir was zu trinken geben? Wie geht's hier doch? Das hat sogar geklappt. Habe ich irgendwas umgeschmissen? Es hat sich so angehört. Oh no, die Musikbox. Alter, ich muss hier übelst multitasken. Warte. Ich kann es nicht drücken. Oh Gott, er kommt. Hilfe. Wow, wie kommt... stellt ihr euch an? Kannst du Freddy Bescheid sagen, der soll auch gleich kommen? Dann haben wir es hinter uns. Ich sagte... Ich habe keine Zeit. Okay, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Nichts weiter, leichter als das. Das ist ein Klacks, oder? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hätte ich am liebsten die Cola. Die will ich euch zu Füßen werfen. Jetzt kommt doch rein. Oh nein. Ich hab das Timing versaut. Ich hab's komplett versaut. Hello. Okay, hi. Ja. Genau. Das war mein Stichwort. Nein, du bleibst da. Nein, ich brauche jetzt Bestechung. Okay. Foxy. Nein. Okay, die Notreserve. Voll in die Fresse, Alter. Ja, kommt doch alle her. Dann gibt's mal eine fette Party. Okay. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Oh Gott, die Musikbox. Das ist mein Untergang. Das ist so schwer. Hier muss man zwar nicht auf Strom achten und trotzdem super krass hier multitasken. Okay, reicht erstmal. Der Fuchs ist noch nicht da. Also, sind die in dem Schacht? Wo ist Foxy hin? Da? Ich glaube schon, oder?
nicht nervös, nimm dich mich nicht mehr nervös an. Oh no, oh no, sie kommen auch nur, verdammt! Die haben sich abgesprochen! Okay, okay. Maske auf! Ich kann hier. Okay, gut, das hilft. Sehr gut. Wo ist jetzt Foxy? Hi. Nein! Chica, auf, wo kommst du denn her? Was hast du unter meinem Tisch? Da hab ich gar nicht nachgeguckt, leider. Das ist die Musikbox. Musikbox. Okay, let's go. irgendeinen Menschen? Nein, hab ich nicht gesehen. Ich hätte den schon längst verspeist. Da könnte auch mal Gift drauf nehmen. Okay, go. Ist das die richtige Strategie? Also, ich weiß es nicht. Oh no. Ich mach das einfach weiter. Das scheint zu funktionieren. Der kommt halt auch einfach nicht, ne? Der kommt nicht her. Ich hab deine Brüder und Schwester schon verjagt. Die waren zufrieden mit mir. Oh nein, was passiert? Oh nein, vergewaltigen sie mich jetzt. Oh, ich möchte das nicht. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Okay, immer irgendwie so 3 Sekunden. Das war knapp. Oh, hi. Oh, Alter. Ich hab... Nein, nicht Fuxi. Okay, 3, 2, 1, 3, 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 3. Ich glaube, ich lasse es einfach auf, bis er kommt. Ich weiß nicht, wann... Warum hilft das nicht gegen Foxy? Was hilft denn dann? Oh no, Foxy is not easily fooled. Was mache ich denn dann? Duck ich mich halt? Ich weiß es nicht. Alter, ich bin jetzt zweimal den gestorben. Ich dachte, die Maske wäre... Ich hätte die zu spät aufgesetzt. Beim ersten Mal. Nein, der lässt sich einfach nicht veralbern dadurch. Boah, ist das intenso, ey. Heftig. Das ist so viel kranker irgendwie als FNAF 1. Oder als die erste Nacht. Das ist richtig, richtig schlimm. Boah. Okay, Freunde. Wir probieren noch was. Wir machen jetzt noch ein Minigame. Let's go. Und zwar probieren wir mal dieses FNAF 4 Spiel aus. Darauf freue ich mich richtig. Also, ich fang schon an zu sabbern. Wisst ihr, die Freude, die kennt keine Grenzen, Leute. Alle Moral habe ich hinter mich gelassen. Alter, schläft da Hagrid oder was? What? Okay, bye. War nett mit dir. Muss ich mich da hinbeamen? Oh, ist das furchtbar. Ach so. Was? Ich muss wieder auf die Schrittgeräusche hören, ha? Well, hello again! Raus aus meinem Schlafzimmer! Raus aus meinem Schlüpferschrank! Das ist ja schrecklich! Hört auf! Nein! Das geht jetzt nicht das ganze Level so! Nein! Atem? Kein Atem. Ich wäre jetzt tot. Du kannst mich nicht veralbern, Alter. Du vielleicht schon. Okay. Atmen. Kein Atmen. Wir probieren das nochmal, okay? Ich sagte... Was ist denn da? Deine Maus? Nee, ich guck dich nicht an. Warum? Oh Gott, okay. Lässt er sich wegmachen, wenn ich... Was? Geh nicht aus! Nein, lass mich nicht im Stich! Ich geh weg von diesem Psycho, Alter. Moment, hängt das Spiel? Game? Oh nein, ich kann nicht mehr weg! Was? Soll ich zu dir gehen? Freddy? Oh, ich kann wirklich weiter! Hey, ich verliere die Connection zu meinen Controllern. Ist das ein Bug? Oh no, ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube, es geht nicht weiter. Aber die Zeit läuft weiter. Tja, Leute, das haben wir ja wirklich easy hingekriegt, ne? Das war ja eine absolut erfolgreiche Folge. Boah, ey, das ist halt echt... Sorry, das tut mir jetzt leid, aber das war ja nicht beabsichtigt. Aber das ist ja schlimm. Das ist ja richtig schlimm.
bekomme hier normalerweise Atemgeräusche, wenn er hinter der Tür oder vor der Tür steht oder so. Wenn ich leuchte, werde ich gejumpscared, halt wie bei Five Nights at Freddy's 4 sozusagen. Ich muss die Dinge mal wegleuchten. Deswegen kann ich auch nichts ans Bett, weil die sich halt was anderes hierfür ausgedacht haben. I see. Okay, wenn ich hier rübergehe, connectet der dann wieder? Nee, der ist vollkommen broken. Den kannst du absolut auf den Schrott werfen. Okay, immerhin auf dich ist noch Verlass. Mein einziger Freund. Okay, dann lege ich mich schlafen. Ich habe sie alle eliminiert, würde ich sagen. Der ist einfach so gespannt von der Tapete. Das ist der Kracher. Oh no. Boah, Leute. Also, jetzt habe ich halt das fast so eine Stunde gespielt oder so. Und ehrlich, es ist richtig krass. Es ist egal, ob es irgendwelche Plüschtierchen sind, die dich da jumpscaren. Durch die Brille hast du halt einfach den Eindruck, das passiert wirklich. Und die springen dir ins Gesicht und beißen deine Nase ab oder so. Das ist egal, was das ist. Egal, wie niedlich das aussieht. Du erschreckst dich in dem Moment halt übel krass. Das ist halt eine vollkommen andere Erfahrung. Ich meine, über FNAF kann man einfach so joking-mäßig ganz viele Witze machen. Aber das Game lehrt einem mal wieder richtig Respekt. So, ich bin halt voll nervös. Ich weiß, das passiert selten, aber wenn ich das Spiel spiele, ich bin so drin. Das ist so immersiv alles. Das finde ich voll geil. Vor allem, wenn man sich halt drauf einlassen kann, weil es so einfach ist. Man hat den Raum, man hat 2, 3 Knöpfe und das war's. So. Das ist halt, das macht das Gefühl dazu noch stärker. Und wenn ihr Bock habt, dass ich mich da noch weiter reinbegebe, dass ich noch mehr Angst habe und richtig eine fette Packung abkriege, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein Abo, damit ihr das auch nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst es mich wissen. Und tippt gerne unten rein. Und falls ich irgendwie was Bestimmtes spielen soll von der Auswahl von den Nächten, von den FNAF-Teilen, so, dann sagt auf jeden Fall auch Bescheid, dann mache ich das gerne. Ich probiere mich da ein bisschen aus. Ich will jetzt nicht irgendwie tryhard alles durch mit allen Secrets und keine Ahnung. Ich mache einfach so lange, wie ich Bock drauf habe, wie ihr Bock drauf habt und wie es irgendwie was Neues zum Spielen gibt. Und dann sehen wir uns dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann.